stehe in unserer Küche und wie ihr hier seht, hatte die liebe Pia ein neues Regal aufgebaut und ich habe heute einen freien Tag. Das heißt, ich kann heute ganz, ganz entspannt hier einfach aufräumen, ein bisschen Ordnung schaffen, das Regal einräumen, unsere Arbeitsfläche wieder freikriegen und den ganzen Müll hier einmal wegräumen. Weil ab nächster Woche haben wir eine Haushaltshilfe, der einmal die Woche oder alle zwei Wochen hier wenigstens mal durchsaugt und wischt. Und das ist der liebe Daniel, der saugt und wischt auch bei mir zu Hause. Ein Segen, dieser Mann. Und der kommt jetzt auch in unser Büro. Und deswegen will ich wenigstens alles freigeräumt haben und es so weit sein, dass er hier ordentlich sauber machen kann. Und nächste Woche stehen riesige Dinge an. Ich weiß nicht, ob schon gespoilert werden darf, deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig. Und deswegen glaube ich, ist es ganz sinnvoll, vorher wenigstens so ein paar Räume auf Vordermann gebracht zu haben. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mit. Ist schon Weihnachten? Hat jemand einen Karamellsalat bestellt? Ich biete an. Feinstes, was haben wir hier heute? The Snake. Wortwörtlich Snake. Dieses Dreifach-S oder so dran, ne? Ja, ja. Aber es ist halt viel Kabel. Lati hat für uns gekocht. Gekocht vor allem. Essen zubereitet. Und es sieht halt einfach... Es ist sehr viel Käse drin. Es ist halt geil. Ich bin gespannt. Ich habe mega Bock da drauf. Es ist einfach geil. Das klebt halt alles voller Käse. Ist geil. 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 Shinzo hat heute frei. Und Kiba hat sich einfach in sein Körbchen reingehockt oder reingelegt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich versuche gerade, dass Joy mir hilft, was ich nehme. Ob ich Lachs nehme oder Tofu oder Ente oder Hühnchen. Hallo Joy, was ist das? Ist das ein Biber? Oh, ein Biber. Boah, der sieht in 4K echt hässlich aus. Der sieht auch ohne 4K hässlich aus. Motivation. Ey, du bist was in mich reingecrashed. Tschüss. Tschüss. Wir kommen nach Hause. Na, du willst jetzt auch schon nach Hause, ne? Bist du bereit? Let's go! Heute ist eigentlich der Tag, an dem ich jetzt ins Studio gehen sollte, um das Studio aufzubauen. Und wir hatten alles schon so geplant, dass Benson vorbeikommt und die ganze Technik da ist und wir dann alles bauen. Aber leider haben zwei Händler nicht mitgespielt und trotz zugesicherter Lieferung diese Woche hat es jetzt Verzögerungen gegeben und es hieß dann, okay, geht doch nicht. Und jetzt mussten wir den gesamten Studioaufbau verschieben, nämlich auf den 2.1.2023. Ja, ich freue mich auf Januar, aber ich bin auch sehr enttäuscht. Das hier ist die Lagerhalle, aka das Office, wo wir eigentlich arbeiten sollen. Das sind die ganzen Kisten. Dadurch, dass ja der ganze Dreh sich jetzt verschoben hat,
der Dreh, der Aufbau sich jetzt verschoben hat, weil nicht alles angekommen ist, haben wir jetzt einfach gezwungenermaßen bis Anfang Januar überall, wirklich everywhere, Kisten und Paletten. Und das ist einfach nur ätzend und nichts ist fertig. Und ich möchte einfach nur weinen. Wie schließt du das? Ach, das müssen wir auch noch wegräumen, das sind die kaputten Teller. Ist zwar nur indirekt für mich. Ich kann mit der Selfie-Cam nicht zoomen. Das war nicht ganz optimal. Ich dachte, ich versuche in meinem Vlog auch mal mein Gesicht reinzubekommen und das war taktisch nicht so gut. Nein, ich lege mich zu Jinso. Okay, wir räumen jetzt erstmal Pakete um. Weil dieser Tisch hier, der muss wieder in das andere Zimmer, wo er hingehört. Weil wir haben nämlich noch diese Woche noch einen Stream mit unserer ersten Gästin hier. Baso kommt am Freitag vorbei und wir machen einen Weihnachtsstream für Prime Video und dafür müssen wir hier alles noch weihnachtlich bekommen und das wird noch spannend werden auf jeden Fall. Deswegen müssen wir jetzt erstmal alles verschieben und bewegen. Zwischenfazit, Chaos ist weg, neues Chaos ist angekommen in Form von Stühlen und wir planen hier schon mal das Weihnachtssetup mit Baso. Man kann sich jetzt noch nicht wirklich was drunter vorstellen, aber es wird bestimmt cool. Und das ganze andere Zeug haben wir hierhin verfrachtet, also einmal ist das jetzt voll und hier, wo Tarek der Gremlin steht, das muss alles abgeholt werden. Das ist alles Kartonmüll. Das ist Sachen fürs Studio. Das ist Sachen fürs Studio. Und drinnen habt ihr eh gesehen. Möchtest du die Frage nochmal stellen? Möchtest du das Stativ haben, was ich gerade auf... Ach, nennst du es jetzt nicht mehr so wie vorher? Wie hast du es gerade vorhin genannt? Entschuldigung, ich hatte gerade eine Schokokugel. Den Mikrofonständer. Den hier. Also wir reden von diesem Ständer. Nicht, dass da so wirklich falsche Sachen aufkommen. Auf jeden Fall, da kann man ein Handy reinschmeißen. Wir haben das von Schuhe zugeschickt bekommen. Und wir dachten mal... Danke, Schuhe. ...dass wir das mal ausprobieren. Ist für Handyaufnahmen ganz nice. Ich hatte es gerade mal ausprobiert. Klingt erstmal ganz cool. Cool, Schuhe. Und das ermöglicht uns jetzt auch bei den Livestreams, die wir mit dem Handy machen, gegebenenfalls eine bessere Qualität zu bekommen. Geil, Schuhe. Dankeschön. Und weil wir nicht nur beim Ständer bleiben möchten, sondern auch ganz eine Nippelklemme. Das sieht aus wie irgendein Werkzeug. Ja. Das sieht einfach, also ich sehe keine Nippelklemme, ich sehe eine Zange. Jetzt sehe ich eine Nippelklemme. Latschis Blick einfach nur. Junge, was ist mit euch? Das ist ultra strong. Ich habe mir das mal an den Finger gemacht. Also ich habe mir das privat auch gekauft. Und ich habe das erste Mal so an den Finger gemacht. Und habe aber nicht daran gedacht, dass es so richtig doll zugeht. Und habe das ein bisschen zu doll. Und hatte, ja. Das ist übrigens die Stimmung im Büro. Zwei Tage nach der Dreamhack. Wisst ihr, worauf ich mich richtig freue? Was? Auf Büro nach der Gamescom nächstes Jahr. Wir sind gerade noch am Gucken. Am Freitag kommt der Baso und es ist Weihnachten und wir suchen gerade noch ein Geschenk für Baso. Und Latti hat da so ein paar süße Sachen rausgesucht und wir möchten die jetzt mal noch Pia zeigen. Die ist zwar am Stream, aber wir zeigen euch schon mal, was wir vielleicht uns ausgedacht haben, womit man Baso vielleicht eine Freude zu Weihnachten machen könnte. Und zwar sind wir auf Folgendes gestoßen. Super cute. Mein inneres Ich sagt mir, ich kann das auch. Und gucken mal, ob oder was Pia dazu sagen wird. Wenn sie ein Go gibt, gibt es eine Bastelstunde mit Latti. Und dann, ja, dann mal schauen, was wir noch dazu packen. Oh mein Gott, ich habe Latti gehört. Ja, ich habe Latti gesagt. Oh mein Gott. Ja oder nein? Ja. Okay. Oh mein Gott, ja. Wollten wir nur mal nachfragen und es festhalten. Okay, Kameraception. Ich habe mich so erschrocken. Können wir
Kriege ich eine Klingel? Das ist eine Fußmatte. So. Ja. Ja, das benutzen wir bei unseren Katzen. Fußmatte? Nein, ich meine Klingel, bevor ihr bei mir reinkommt. Ja, so Klingel, so eine Klingelmatte. Ja, ja, genau. Ich bringe auch Kiba und den, also den Hunden bei zu klingeln, ja, wenn sie rein wollen. Aber dann schrecke ich mich nicht so. Ja. Wir suchen jetzt auch noch eine Klingelmatte. Eine Klingelmatte, die die Hunde nutzen können und, ja, die wir dann auch nutzen dürfen. Ja. Ganz viel lieber nimm das ein. Ich habe es in meinem Stream auch gerade schon gesagt. Wir streamen gerade und spielen gleich gerade mit diesem schicken, heißen Teil. Dieser Laptop macht alles. Streaming, Gaming, Mikrofon, Kamera ist dran, das ist crazy. Und das Ding ist nicht mal warm. Touch da drauf, du glaubst mir das nicht. Was? Das Ding ist kalt, greif da drauf. Das ist kalt. Das ist kalt. Es ist kalt, das ist nicht mal, touch drauf, Lati. Trust me, das ist kalt. Fühl es an. Das ist einfach, normalerweise würde ich sagen, da kannst du so Spiegelei drauf braten. Ja. Nee, der ist kalt. Wir sehen uns wahrscheinlich nicht mehr, bevor ihr in den Feierabend geht, oder? Außer wir haben nochmal eine spontane Überraschung, aber sonst nein. Nee. Sonst naja, deine Klingelmatte müssen wir ja nutzen. Okay. Okay. Dann bis zur spontanen Überraschung. Wehe, du pisst hier rein, Ginger. Ich seh dich. Wehe dir. Ich würde sagen, es war ein toller Erfolg. Yeah. Yes. Es gibt Bastelstunde mit Latine. Und dieses Fixierungsdingsbums, Versiegler-Dingsteil. Jetzt können wir immer basteln. Wir haben noch mehr Farben. Wir haben Glitzer. Wir haben Kartons. Ja. So. So, wir versiegeln jetzt die fertigen Kugeln für Basel. Genau. Und ich habe halt Angst, dass da irgendwie Katze rankommen. Deswegen versiegeln wir die jetzt. Und dafür hat Tarek was gebaut. Das ist das professionelle Setup für Anti-Sprühschutz. Ja, wofür so Galgenstative alles gut sind, ne? Ja, so, dann hau mal rein da. Ich mach das mal ohne Glitzer-Seite. Weiter weg, geh weiter weg. So? Ja. Oh, ich dachte, es kommt viel brutaler raus. Nee, du musst halt einen leichten Sprühnebel. Weiter weg! Es darf nicht nass sein. Nee, es soll halt nicht plätschend nass sein, sondern du sollst mit einem leichten Sprühnebel wie beim Schuh imprägnieren. Hab das noch nie gemacht. Boah, das mief hier, Alter. Ja, lass mal kurz ein bisschen trocknen. Deswegen habe ich gesagt, draußen. Ja, es ist jetzt zu spät. Nach dem Motto, viel hilft viel? Ja. Uns ist gerade aufgefallen, dass
Der Klarlack. Ah, komm! Gib mir! Ah ja. Dass da auf jeden Fall sich Nupsis bilden. Und dank der vorausragenden Ingenieurleistung haben wir hier einen Auffangbehälter. Das hier. Das ist insane. Ja, mal gucken jetzt hier. Latti ist noch wieder. Da ist auch wieder Nupsi, aber es ist nicht fertig. Doch, da ist überall was drauf. Nein. Wenn es nicht überall glänzt am Ende, bist du schuld. Es muss glänzen. Wir haben nämlich unsere liebe Luna noch beauftragt, Baso mit ihren Katzen zu zeichnen. Und das ist auch mal geworden. Ich hoffe, man sieht meine Fingerabdrücke nicht, aber. It's so cute. Echt schön geworden. Das legen wir ihr dazu. Backutensilien. Geil, nicht das. Das ist Traubenzucker. Ui, da sind einiges an Sachen da. Wundervoll. Ah, der Beutel. Jawohl. Geil. Nice. Rezepte. Angelschnur, Angelschnur. Das ist keine Angelschnur. Nee. Ach, da drin, ich bin blind. Einmal noch, weiß ich nicht, 39,5 Meter und 39. Jawohl, perfekt. Dann fangen wir mit den 39,5 an. Klebestreifen haben wir auch, oder? So dick so. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, da bin ich mir nicht sicher. Dann müssen wir einmal in Lattis sagen, wo wir uns angucken. Ah, wir haben dick so. Das wird so trashy. Ich freue mich. Tara und ich hatten gerade den Testlauf und ich bin überexcited, wie geil es aussieht. Und Tarek ist ein bisschen verzweifelt. Also, wir haben halt hier momentan Technik, die wir aufgebaut haben, so roundabout 15.000 Euro. Und wir benutzen es halt, um auf Pappkartons gerade zu filmen. Es ist halt, ist schön. Es freut mich auch endlich, diese Kameras zu benutzen, aber es ist halt insane. Es sind Pappkartons mit Weihnachtskugeln drauf. Hey! Ihr Lieben, wir haben hier, wie ihr seht, bin ich mit meinen Kartonaufbaugeschichten fertig geworden. Wir starten hier gleich in den ersten Stream mit Gast im Büro. Ich freue mich mega drauf, es wird super krass werden. Und an dieser Stelle schon mal an euch Zuschauenden da draußen ein frohen Rutsch ins neue Jahr. Ich wollte gerade sagen, frohe Weihnachten, aber wenn ihr den Vlog seht, dann war ja gestern der 24. und heute ist der 25. Ne, der Vlog kommt am Sonntag. Der Vlog kommt wahrscheinlich am Sonntag. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gefailt. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage, das kann ich schon mal sagen. Und gute Wintertage, Winterpause, was weiß ich was, und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns zum nächsten Vlog wieder im neuen Jahr. Hallo, ich bin's, erste Gästin. Hallo. Aber tatsächlich, allererster, wir hatten Holla und Sally waren da, als das Fußball-Event von Kim war. Mhm. Aber die waren nicht für ein Format da, die waren so, okay, wir schauen mal vorbei. Das war nur so Pseudogast. Das war nur so, ich möchte das jetzt nicht abwerten. Doch. Ich bin die Gästin. Oh, ich habe noch Kugel runtergeschmissen. Das ist kein Problem. Die Dekoration. Wir sind heute schon 8 oder 9. Lass sie einfach liegen. Sie werden trotzdem alle fallen. Es hält nicht. Das sieht in der Kamera so viel besser aus, als wenn man es so anguckt. Nee, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Jetzt hör auf, das runterzureden. Findest du? Ich glaube nicht. Na gut. Das hat was. Das ist moderne Kunst auch. Ach, ich muss ja ganz kurz mal. Wartet. So, hält. Das hält nicht, ne? Warte, du musst deinen Kopf so behalten. So, und jetzt mach hau, hau, hau. Oh Gott, ey. Ganz viel Liebe an der Stelle auch nochmal an MSI. Das ist schon wieder der MSI Vector Laptop, der einfach dieses gesamte fucking Setup carried. Like, how insane. Ein Laptop. Laptop, und der ist nicht mal warm. Geile Scheiße. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben es geschafft. Es ist ein Rap. Wir haben ein bisschen Chaos veranstaltet. Wir haben hier auch ein bisschen Chaos. Ich räume jetzt gleich noch ein bisschen auf. Ich glaube, hier liegt auch irgendwo noch Popcorn. Ja, überall. Es
es gab überall. Ein Popcorn-Desaster. Aber naja. So es hat. Halt. Es, ja. Es war aber erfolgreich. Ja. Und das war jetzt das letzte Event vor Weihnachten, das erste Event im Studio. Geil, ich bin mega zufrieden, wie gut das alles gelaufen ist. Holy moly, ey. Cool, und die Kamera ist auch noch ganz. Ich weiß gar nicht, wann wir zu hoch sind, ganz gepoppt, die Popcorn-Dinger. Aber wir hatten keinen richtigen Deckel. Bis dahin, oder? Ja, ja, aber auf jeden Fall nicht an die Kamera. Nee, was ich eher gesehen habe, ist, dass alles voll fett. Ja, das habe ich auch gesehen. Das genau, ich weiß nicht. Ich guck mir gleich den Insel an. Aber sieht echt gut aber aus. Sieht noch gut aus. Aber da müssen wir auf jeden Fall gleich wischen. Jawohl, wischen.